Sagt man mir, dass ein deutsches Schaf 2,5 Liter Milch am Tag gibt. Ein griechisches Schaf gibt nur 1,5 Liter. Was für ein Unterschied. Wir haben hohe Kosten und die haben niedrige, weil es dort immer Gras gibt, weil es viel regnet. Es wird schwer sein, mit den deutschen Viehzüchtern zu konkurrieren. Wir werden uns bald nach anderer Arbeit umsehen müssen. Πουλήσετε τα ζάμου και φάγανε τσινόμους μου παγούριο βάσταγα μου. Αχ, είπε για σε μη μου δεν πά, δεν πάω μπλιο στα πρόβατα. Αχ, αχ, δεν πάω μπλιο στα πρόβατα κι ας μου τα κλέψουν όλα. Κλέψουν όλα για τίποτε ζω στο χωριό μια μυρισμένη βιόλα. Όπα δε πάω πιο στα πρόβατα και τσέγες θα πλήσω. Τσέγες θα πουλήσω γιατί δεν βρίνω κοπελιά στα όρη να αγαπήσω. Πιστεύω ότι η μαντινάδα είναι ένας τρόπος έκφρασης. Ich glaube, dass unsere Lieder, die Mandinades, eine Art poetischer Ausdruck des Menschen sind und gerade der Zweizeiler ist allen, dem Analphabeten, dem Bauern, dem Schäfer, leicht zugänglich. Jeder kann nämlich eine Mandinade dichten. Ich weiß nicht genau, wann die erste Mandinade in den Dörfern gesungen wurde. Vielleicht gab es sie schon vor dem 16. Jahrhundert. Auf jeden Fall haben sie sich nach Erotokritos entwickelt. Der Schäfer in seiner Einsamkeit hatte keine andere Möglichkeit, sich die Zeit zu vertreiben. So murmelte er ein Motiv, dichtete eine Mandinade oder schnitzte ein Stück Holz. Er hat ein Bedürfnis danach und die Mandinade beschreibt seine Einsamkeit, seine Liebe, alles, was den Menschen beschäftigt. Ή να σκαλίσει ένα ξύλο. Από αυτές τις ανάγκες. Τραγουδεί τη μοναξιά η μαντινάδα, τραγουδεί τη φτώχεια, τραγουδεί την αγάπη, τον έρωτα, το... Ό,τι απασχολεί έναν άνθρωπο στην κοινωνία που ζει. Oft statteten die Schäfer auch anderen Steinhütten einen Besuch ab, zum Beispiel in Katar, und weckten die Schäfer auf. Essen, Mandolino, Wein, und so fing die Stimmung an. Und warum machten sie das? Weil sie die Einsamkeit vertreiben wollten, weil sie Gesellschaft suchten. Den ganzen Tag draußen auf den Berggipfeln die Schafe weiden und nachts in einem Metallo. Heute bleiben sie nicht mehr hier. Die Straße wurde gebaut, sie haben Autos. So fahren sie zum Dorf hin und zurück. Und trotzdem überlebt in Nanoya die Überlieferung noch intensiver als in den Dörfern und Städten der Ebene mit ihrem Handel und Tourismus. Weil die Tradition der Mandinaden und der Musik hier tiefe Wurzeln hat, hält Nanoya dieser Entwicklung noch stand. Στα Νόια ίσως είναι γιατί αντέχει ακόμα, ας πούμε. Έχει βαθιές ρίζες η παράδοση. Και της Μαντινάδας και της μουσικής. Thank you.
γιορτές αμάν αμάν πέτρες, πέτρες, πέτρες πετά του φεγγαριού. Πέτρες πετώ του φεγγαριού να πω οργοβάσλεψη. Άντες αμάν να πω οργοβάσλεψη. Παλιό μου τέρι για να βρεις τι πάντα σου.